So, meine Freunde, schön, dass ihr da eingeschaltet habt zum erneuten Video hier auf diesem Kanal. Es ist Donnerstag. Donnerstag ist Ausblick-Time. Stuttgart gegen Werder steht an. Wir schauen auf unseren nächsten Gegner. Wir reden vor allen Dingen aber auch über den letzten Spieltag unseres Gegners, denn da haben die einen sehr überraschenden Punkt geholt. Dazu kommen wir aber gleich nochmal viel mehr. Ich möchte vorab schon mal sagen, dass es zwei Teile gibt. Einen hier, das ist praktisch Teil 1. Und gleich geht es mit Teil 2 auch weiter bei unserem lieben Gast, der sich jetzt gerne mal vorstellen darf. Jo, ich bin Felix, komme vom Kanal AFM VfB. War hier, glaube ich, auch schon zweimal zu sehen. Müsste unsere dritte Aufnahme sein nach eurem, ja, ich sag mal, ein Jahr Pause, einmal wieder Neuaufbau. Also schön, dass ihr zurück seid. Genau, und mach mehr oder minder die Kopie von dir, nur mit dem VfB halt, ne? Auch schon seit einigen Jahren Vorberichte, Livestreams, Stadionvlogs, alles, was es so zum VfB zu bereden gibt. Genau so sieht's aus. Und ich freue mich, dass du heute hier bist. Ich freue mich heute über Stuttgart-Werder sprechen zu können. Ich muss sagen, ich war vor allen Dingen an erster Stelle erstmal extrem überrascht, dass ihr gegen Leipzig da einen Punkt geholt habt. Ich habe auch letzte Saison einige Spiele von euch ja noch mitverfolgt oder mitbekommen gehabt, weil wir mittwochs immer diesen Wochentalk, also letzte Saison war noch donnerstags, Ende der Saison haben wir angefangen, Felicia und ich. Da warst du ja auch einmal zu Gast. Und es gab Ja. dieses eine Spiel gegen Gladbach damals, wo ihr wirklich ein gutes Spiel gemacht habt, wo ich eigentlich gesagt habe, Stuttgart geht nicht mehr runter. Also mit dem Spiel dann habe ich gesagt, das jetzt muss eigentlich laufen nochmal. Und da war es ja doch nochmal spannend bis zum Schluss. Und die Sommerpause war da. Was hat sich verändert? Gar nicht so viel, weil wir haben ja am Trainer festgehalten, also gab es da auch keine Veränderungen. Mislintat ist weiterhin da als Sportdirektor. Kader ist auch beisammen geblieben. Also klar, einen großen Transfer hatten wir jetzt mit Mangala, der jetzt zu Nottingham gegangen ist zum Aufsteiger in die englische Liga. Aber sonst bisher, sagen wir mal so, bisher sind Sosa und Kalajdzic auch noch da. Viel dazu, also wir haben da verändert, wo halt noch Raum war. Also wir hatten jetzt auf rechts zum Beispiel, haben wir eigentlich nur Stenzel nominell als richtigen Rechtsverteidiger. Da jetzt die ewige Saga gehabt mit Wagnermann, bis er dann endlich kam, bis wir endlich zu Ende verhandelt hatten. Vorne noch Perea geholt im Sturm und eben halt so kleinere Geschichten, Talente geholt und eben den Kader beibehalten. Ja, ich meine, ihr hattet auch letzte Saison einen guten Kader an sich gehabt, also von der Kaderqualität her. Ja, wie soll man sagen? Es gibt immer einmal diese positive Seite, einmal diese negative. Man versucht immer so aufgrund des Kaders halt auch in eine Richtung zu gehen. Das ist wie bei uns jetzt zum Beispiel. In der letzten Saison wurde dann gesagt, ja, ihr habt ja auch finanziell den besten Kader in der zweiten Liga. Da müsst ihr ja so und so. Jetzt sagt man, ne, ihr habt finanziell den schlechtesten Kader der Liga, ihr müsst so und so. Es ist aber natürlich immer auch ein großer Quatsch, weil ich glaube, Stuttgart und auch viele andere Vereine sind ja auch der Beweis dafür, dass es halt auch auf viele andere Sachen ankommt. Und man muss halt dann eben auch irgendwo das Ganze auf den Platz kriegen. Plus, dass am Ende der Saison ja auch immer noch der Kopf mit reingeht. Wenn du da eine Niederlagenserie oder sowas hast, kennen wir alle zu gut. Dennoch sage ich, guter Saisonstart. Also wirklich, kann das ja wirklich völlig neutral eigentlich sagen. Eigentlich sogar noch positiver für euch, weil ich habe ja sogar gedacht und gehofft mit den Bremern, wo wir zusammen geguckt haben, dass Ja. ihr ja sogar verliert, weil es halt ist ja ganz logisch. Wäre einfach besser für uns, ne? Ich sage jetzt mal, Stuttgart hätte eine Klatsche bekommen von Leipzig, komm, muss dann nach Bremen. Schwierig. Ja. Jetzt sage ich aber auch, ey, krass, und das muss man dann auch loben. Den Punkt erkämpft, mitgenommen. Wie fandst du das Spiel? Wie hast du die Leistung von Stuttgart gesehen? Ja, ich war ja im Stadion und war, glaube ich, so überrascht wie alle anderen am Ende von dem 1:1, weil Leipzig ist der klare Favorit, das ist Champions League Team, die werden auch wieder in den Top 4 landen. Der Kader ist brutal, Raum dazu bekommen und so weiter. Die haben uns auch durchaus auch mal ein bisschen gedrückt. Gerade Ende zweiter Halbzeit, ja, das war Überlebenskampf, das war viel Müller, das war viel Abwehr. Aber wir hatten auch unsere Phasen. Also das 1:0 fiel recht schnell, ein bisschen zu schnell schon, 8., 9. Minute muss nicht sein. Und dann kamen wir rein. So das 1:1 hat uns richtig reingebracht, die schöne Kombination, schöner Abschluss von Armada. Und dann hat man auch vor der Halbzeit gedrückt. Der Pfostenschuss von Mavropanos war dabei, direkt nach der Halbzeit. Wenn Wagnermann da eben ja, Stürmer ist und nicht Rechtsverteidiger, nach der Traumannahme legt das Ding vielleicht sogar rein, gegen Ende Leipzig gedrückt. Also für mich war es ein verdientes Unentschieden am Ende von den Großchancen her. Klar, Leipzig mehr Ballbesitz, mehr gedrückt, aber mussten sie ja auch, die sind die Favoriten. Deswegen erkämpftes Ding, das war auch ein großes Ding, großes Thema aus letzter Saison, was wir mitgenommen haben.
dieser Spannungsabfall, den wir oft hatten. Weil du hast Gladbach angesprochen, da hatten wir kurz eine Phase, wo wir Spiele gedreht haben, auch Augsburg 2 Wochen drauf quasi oder auch nochmal gedreht, das 3:2 dann. Aber es waren quasi zwei identische Heimspiele am Stück. Und dann kam dieser Spannungsabfall, dann kamen so Vollkatastrophenspiele wie in Berlin, wo du 2:0 verlierst und eigentlich alle mental schon abgestiegen waren. Und das musst du eben von Spieltag 1 an zeigen, das haben wir getan. Gibt's wunderschöne Szenen, wie sich da gefühlt 3 Spieler in den gleichen Ball reinwerfen plus Torwart. Also den haben wir uns erkämpft, den Punkt. Also ich war, wie gesagt, auch sehr überrascht an erster Stelle von auch der Defensivarbeit und dem Ganzen. Also es war schon sehr, sehr außergewöhnlich, was da passiert ist und was da auch gemacht worden ist. War Kampf pur. Ja, gerade in der Abwehrarbeit fand ich das sehr interessant zu sehen, wie ihr dann auch verteidigt habt gegen dann einen doch eben sehr, sehr starken Gegner. Wie hast du das Ganze, oder wie siehst du das in Betracht auch auf Werder, weil es ist natürlich jetzt nochmal ein ganz anderer Gegner, also auch von der Einstellung her, glaube ich. Was glaubst du, ist die Spielart und Weise, die man von Leipzig übernehmen kann, Richtung jetzt das Auswärtsspiel in Bremen? Gegen Bremen musst du 100% physisch und leidenschaftlich genauso da sein. Also das ist sowieso klar. Du fährst jetzt zum Aufsteiger, der sein erstes Spiel hat wieder nach dem Aufstieg, da ist halt der Hype komplett da. Du wirst sehr viel körperlicher spielen müssen, wahrscheinlich noch als gegen Leipzig, weil eben auch so ein paar feine Füße dabei sind in den Reihen von Leipzig. Und sonst haben wir, glaube ich, durchaus, gegen Leipzig war es ähnlich, aber gegen euch wohl vielleicht auch ein bisschen diesen Tempo-Vorteil. Gerade über die Flügel, wenn dann Silas kommt, ein Schönhoff kommt, je nachdem, was er vorne aufstellt, ob er Kalajdzic von Beginn an bringt oder eben auch einen Tomáš auf dem Platz hast, kannst du einen Perea einwechseln, so lauter Geschichten, da musst du über Tempo kommen und hast, glaube ich, noch ein bisschen mehr Sicherheit, auch wirklich offensiv reinzugehen mit einer Dreierkette hinten, als noch gegen Leipzig, weil ich glaube, Leipzig jetzt rein vom Kadervergleich nutzt das noch heftiger aus, als ihr das könnt von den Spielern her. Da kannst du ein bisschen mehr riskieren, aber auch nicht alles. Wird nicht einfach in Bremen, Auswärtsspiele nie einfach. Haben wir letztes Jahr auch gesehen bei uns. Das war nicht unsere Nummer-1-Disziplin, das waren eher die Heimspiele mit den Heimfans. Deswegen Vorsicht, aber du kannst, glaube ich, noch ein bisschen mehr riskieren. Ich glaube, ein bisschen mehr Offensive wird man sehen als gegen Leipzig. Ich bin extrem gespannt, wie man das sehen wird, diese Umstellung auch, weil natürlich ist es auch für uns ja ein Stück weit anders in Wolfsburg, jetzt zu Hause gegen Stuttgart. Und es ist halt auch so ein bisschen, ich bin voll bei dir gerade mit dem Tempovorteil. Ich bin extrem gespannt, ob trotzdem wieder Jung spielen wird bei uns. Also das ist halt auch so diese Außengeschichte. Ist zwar der defensiv erfahrenere Mann, aber eigentlich ist er eher gelernter linker Innenverteidiger, gerade in so einer Dreierkette. Hat jetzt die letzte Saison in der auf der Linksaußenverteidigerposition gespielt. In der zweiten Liga ging das auch. Ich habe auch von Anfang an gesagt, in der ersten Liga bei vielen Mannschaften, die ja über Tempo dann kommen, über Außen, kann das dann echt auch kritisch werden. Und Wimmer hat schon echt Dampf gemacht von Wolfsburg, muss ich sagen. Fantastischer Spieler auch. Und deswegen habe ich da auch den Respekt vor euren Flügeln, dass da eben auch viel Tempo kommt. Hat man auch gegen Leipzig schon gesehen, die ja auch keine langsamen Leute haben, ne? Aber trotzdem habt ihr es Ja, immer eben, wieder auch ja. geschafft, dieses Tempo ins Spiel zu bringen. Und das ist stark. Das muss man auch fairerweise anerkennen, ne? Ja. Ja. Wie sieht das bei den Außen bei euch aus? Silas und wer spielt da? Silas und normalerweise über links dann Schulinov Das heißt, aktuell. auf eurer rechten Seite ist aber Silas. Ja, das Da, ist ja, halt, das wäre das Duell. wobei Silas auch nach links rücken kann, je nachdem, wie du halt Wagnermann aufstellst auf rechts. Da wird eh das große Thema auch sein. Sosa war noch nicht einsatzbereit. Das wird er vermutlich sein gegen Bremen. Ob du den auch von Beginn an reinschmeißt, dann wird da auch einer rausfallen. Da musst du halt gucken, wie er es aufstellt. Ob er wirklich mit einer Viererkette geht, aber mit einer Dreier und dann eben je nach Spielsituation mit einer Fünferkette spielt. Dann hast du eben auf rechts zwei Kandidaten, die sich betteln mit Silas und mit Wagnermann. Silas natürlich deutlich offensiver, Wagnermann defensiver und auf links das gleiche mit Sosa und Schulinov beispielsweise. Da mal gucken, wie sich das Training dargestellt hat, gerade bei Sosa, ob er verletzungsbedingt eingesetzt werden kann. Wäre natürlich eine absolute Waffe, wenn du wieder Sosa auf Kalajdzic hast. Aber ich tippe jetzt erstmal, dass du eigentlich einen Wagnermann gesetzt haben solltest. Und dann mal gucken, wie es mit Silas aussieht. Da haben wir ja vorne tatsächlich mittlerweile auch durch Luca Pfeiffer und die ganzen Transfers vorne schon fast ein Luxusproblem, was die Menge an Spielern angeht. Ich glaube aber tatsächlich mit gerade auf Außen fahrt ihr mit Tempo gut, weil dann halt eben das vielleicht das Ding ist. Da bin ich auch wirklich sehr gespannt, ob der dann auf Jungen setzen wird. Aber mal gucken. Ich habe aber gesehen, ihr habt auch
ihr spielt auch mit einer Dreier-Innenverteidigung, ne? Ja, Und dann, also Mascherpanos, 3, Anton Ito. 5 oder, ne, 3, wie spielt ihr? 3, 4, 3 oder was? Ja, es ist so ein 3-5-2 in die Richtung. Okay. Ja, das ist ja das, was wir auch spielen. Also, ich bin jetzt gerade selber, 3-5-2 spielen wir ja im Prinzip auch. Nur Ja. halt mit links und rechts unsere Außenverteidiger, in Anführungszeichen Außenverteidiger, ne, sind natürlich so wirkliche Schienenspieler oder sollen das möglich sein. Weiser sowieso eher offensiv besser als defensiv, muss man sagen. Aber da haben wir wirklich auch ein gutes Upgrade gemacht jetzt im Sommer mit Pieper, der wirklich, boah, gegen Oh ja, Wolfsburg auch ja. schon, also wirklich wahnsinnig gut war. Sehr, sehr froh, dass wir so einen Spieler bekommen haben. Hätten wir, ohne wenn er ablösefrei wäre, niemals hätten kriegen können auch. Aber ja, ich bin da echt gespannt, weil sich halt diese Systeme dann auch noch doppeln. Also du hast halt dann wirklich nochmal ein anderes Spiel, wie auch gegen Leipzig, die ja oft auch andere Räume hatten, weil halt eben andere Formationen und dann auch die Räume so gesucht worden sind. Hier ist es eher so ein 1-zu-1-Ding, auch auf vielen Positionen, viele Zweikämpfe, damit rechne ich zumindest Ja. auch. Ja, was glaubst du, wie tritt Stuttgart auf? Was ist deine Erwartungshaltung, wo du sagst, ja, in Bremen, das und das, das geht fit. Ja, von Formation könntest du auf jeden Fall so ein paar Battles geben auf den Positionen. Sie sind jetzt, glaube ich, in Leipzig offiziell mit einem 4-2-3-1 reingestartet, aber klar, das wechselt sich ja im Spiel ständig ab. Und von Erwartungshaltung in Bremen. Wir waren letzten Spiele, wenn ich die Statistik angucke, gar nicht verkehrt in Bremen. Also es ist schon eine Weile her, dass wir im direkten Duell verloren haben, also ob heim oder auswärts. Trotzdem, auch Wolfsburg, das Wolfsburg-Spiel bei euch hat mir, ja, hat mir viel Respekt oder viel Respekt gegeben zu euch, quasi für euch. Hätte ich nicht so gedacht. Hätte ich mir natürlich auch für den Abstiegskampf nicht so erhofft. Normalerweise habe auch in meiner Prognose gesagt, Wolfsburg startet rein mit zwei Heimspielen gegen beide Aufsteiger, da muss was gehen. Auf einmal holen die nur einen Punkt gegen euch und den ja auch glücklich. Also ihr wart da ja eigentlich näher dran als Wolfsburg. Deswegen auswärts immer schwierig, gerade beim Aufsteiger. Also ich erhoffe mir, dass wir nicht verlieren. Da gehe ich auch nicht davon aus. Also das muss einfach nicht sein. Das braucht das Team nicht. Dafür sind wir schlicht zu gut. Aber für einen Sieg muss schon auch einiges passieren. Also ich wäre tatsächlich bei einem realistischen Unentschieden für Samstag. Also ich glaube, viele wären auch mit einem Unentschieden prinzipiell zufrieden, wenn man halt perspektivischer denkt, okay, Punkt, ne? Dennoch ist, glaube ich, die meiste Meinung, wird sich sicher denken können, im ersten Heimspiel auch einen Dreier zu holen. Gerade jetzt nach der Leistung gegen Wolfsburg, die vielleicht dann auch nochmal auf jeden Fall über uns, über euch zu sehen sind. Ne? Wolfsburg ist ja eigentlich eine Mannschaft, die dieses Jahr weiter hoch wieder will. Und ich glaube, für Stuttgart und Werder geht es eigentlich um Ähnliches. Ne? Eher eine ruhigere Saison im Mittelfeld wäre, würden, glaube ich, beide Ja. sofort nehmen. Ja. Und ich muss auch sagen, das ist halt, glaube ich, auch der Fehler. Bei dem einen oder anderen Verein, der dieses Jahr gegen uns spielen wird, auch genauso wie bei Schalke, wir sind ja eben nicht der klassische Aufsteiger. Ne? Das ist auch so Nee. eine, es ist sowieso so eine Saison, wo es eigentlich auch nicht diesen klassischen Absteiger gibt. Also weißt du, sonst gab es ja immer so einen, wo du sagst, okay, die gehen runter, ne? Und dann Ja. ist die Frage 17, 18 so, ne? Ja, mit Greuther Fürth letztes Jahr. Dieses Jahr gibt es da echt nichts. Also ich habe in meiner Prognose sehe ich euch auch recht sicher drin von den beiden Aufsteigern, also sicherer drin als Ja. Schalke. Und sonst, ja, du kannst halt das klassische Bochum nennen. Ob das dann Ja. wirklich kommt, ist die andere Geschichte. Und sonst hast du da halt nichts. Du hast halt Augsburg, die seit Jahren da unten drin hängen, aber halt nie absteigen. Du hast Berlin, die eigentlich vom Kader her mehr in sich haben, als sie gerade auf den Platz bringen. Also Abstiegskampf wird gefühlt von Platz 12 bis Platz 18 sich am Ende mit 3 Punkten unterscheiden können. Also das wird extrem eng. Ja, also ich glaube, dass die Bundesliga sowieso eine ganz enge Saison diesmal wird und auch sehr lange spannend bleibt, gerade, also jetzt nicht in den ersten Plätzen so, aber halt Ja. ne, auf anderen Regionen dann. Es ist ja sowieso irgendwie, mittlerweile ist eigentlich ja das Spannendste in der Bundesliga auch immer Abstiegskampf zum einen und dann halt so, muss man ja fast schon sagen, obwohl Conference League eigentlich auch so eine Geschichte für sich ist, aber trotzdem Conference League Europa League, weil da kann auch immer mal jemand Ja, safe. reinrutschen, ne? Champions League und Meisterschaft eh durch eigentlich, also das machen die unter sich dann und dann ist das gut. Aber ja, ich glaube auch, dass in dieser Saison einiges möglich ist. Für mich übrigens auch. Bochum tatsächlich und Augsburg sind zwei Vereine, wo ich gesagt habe, ich glaube, die gehen runter. Aber es ist natürlich auch so eine Sache, das sagt man jetzt alles so vor der Saison. Am Ende, im Laufe der Saison, ändern sich immer wieder auch nochmal Meinungen und dann auch Naja, Leistungen. Ne? ja.
Wir müssen nur halt leider auch da ein bisschen drauf gucken. Wir haben jetzt das Heimspiel gegen Stuttgart, dann geht's gegen Dortmund. Also es ist so, weißt du, jetzt stell dir mal vor, auch aus Werder-Sicht ist das ja auch so ein Ding, wenn man jetzt gegen Stuttgart irgendwie patzt oder am Ende einen Punkt holt, wo du eigentlich sagst, gegen Stuttgart einen Punkt nominell würdest du vielleicht nehmen, dann geht's aber gegen Dortmund, verlierst das Spiel dann vielleicht und hast dann 2 Punkte aus 3 Spielen, dann wird so. Also dann ist es noch nicht so, dass man jetzt sagt, bla bla oder so, ne? Aber dann ist natürlich schon was anderes, als wenn du jetzt einen Dreier holst gegen Stuttgart und dann Ja. sagst, okay, jetzt kommt halt Dortmund. Ne? Also einfach so vom Kopf auch. Ja. Auch wenn ich natürlich immer sage, gegen jeden Gegner musst du rangehen und sagen, dass du gewinnen willst oder halt, ne, die Spieler zumindest, das auf den Platz bringen. Wo ich nur sehr gespannt bin, ist am Ende, wie dieses Tempodefizit, was also wo ihr halt den Vorteil habt, auch gerade dann über die Außen, wie das im Stadion selber wirken wird und auch vor allen Dingen, wer das Spiel macht. Also nominell ist es ja Ja. auch oft so eigentlich, dass das Heimteam mehr Ballbesitz hat, also nicht immer, aber kennt man eigentlich schon, sage ich mal. Wie siehst du das? Was glaubst du, wie ist so die Herangehensweise? Ich glaube tatsächlich auch, dass wir damit erstmal gar nicht unbedingt so unglücklich wären, euch ein bisschen den Ball zu überlassen und erstmal so ein bisschen vor allem über Konter zu kommen dann. Ich glaube, das wäre gar nicht mal so verkehrt, weil das Spiel, das wird Kräfte rauben, das Spiel, da bin ich mir 100% sicher. Das wird, glaube ich, über die meisten Strecken vielleicht nicht das wunderschönste technische Spiel werden. Da glaube ich nicht dran. Es wird schon so eine kleine Schlacht werden, glaube ich, da in Richtung Abstiegskampf. Deswegen, ich glaube, da wirst du erstmal auch ein bisschen Reserven dir aufbewahren, ein bisschen über Konter gehen, dann vielleicht irgendwann später wie es gegen Leipzig ähnlich auch ohne dass wir da jetzt irgendwie Reserven gespart hätten, da war es halt Leipzig, die besser waren, aber eben auch dann deine Phasen haben, so Ende erste Halbzeit oder nach der Halbzeit wieder stark rauskommen. Aber sonst, wir haben den Ball schon gerne, wir kombinieren schon gerne, aber ich glaube, wir werden euch schon auch das Ding überlassen erstmal. Ich glaube sogar, dass es euch sogar fast in die Karten spielt, wenn wir mehr Ballbesitz haben und ihr über Ja. Konter dann kommt. Auch wenn das natürlich, ja, es ist trotzdem schwierig, sage ich mal, auch zu sagen oder zu prognostizieren, wie ob das dann auch so funktioniert. Ne? Ich glaube, tendenziell haben wir auch wenn man jetzt so die Zweitligasaison gesehen hat, was Ole Werner für Fußball spielen will, der mag das auch, die Kontrolle zu haben, der mag auch Lösungen zu finden und das können wir mittlerweile eigentlich ganz gut, so würde ich zumindest einschätzen. Dennoch fehlt bei uns oder hat oft dieser letzte Pass dann auch gefehlt zu diesem Aktivposten dann, wo ich jetzt aber auch sage, das hat man dann auch zum Beispiel gegen Wolfsburg gesehen, dann hat halt Füllkrug zum Beispiel auch so eine Einzelaktion gemacht, mit der du eigentlich dann eher weniger rechnest, dass er dann halt auf Ja. einmal da aus der zweiten Reihe draufknallt, dann ist das Ding drinne und er hat ja einen guten Bums. Wobei da wir auch sagen müssen, der ist fraglich, ist angeschlagen. Mal gucken, ob der spielen kann am Wochenende. Stimmt, ja. Er hat einen Tritt abbekommen. Ausgerechnet Kilavogie, der immer wieder so ein bisschen als Gerüchteküche bei uns war, macht dann das Tor, das 2-2 am Ende. Aber ja, auch genauso wie ein Bittencourt, der zum Beispiel lange jetzt so ein bisschen in der Kritik auch stand, auch zu Recht stand in der zweiten Liga, so hat keine gute Saison gemacht, macht dann ein Kopfballtor. Also auch noch, weißt du, dann, das ist so. Das sind Sachen, die machen einen dann auch Mut. Ja, 100%. Ja. Genau, wo man halt dann auch mit einer breiteren Brust reingeht in das Ganze, ne? Ja, wie schätzt du an sich Werder ein? Also als Gegner jetzt sagst du, okay, ja, das ist vielleicht auch unser Konkurrent im Laufe der Saison. Da muss man das so sehen oder sagst du, nö, die sind klar unter uns oder sonst was? Nee, also ich habe, wie vorhin schon gesagt, sehe ich Bremen wirklich auch nach dem Transferfenster sehr solide in der Liga. Also, das heißt, sehr solide. Das wird jetzt kein Platz 8 oder sowas, das glaube ich jetzt nicht, aber ich glaube schon, dass ihr den Klassenerhalt schon klar machen könnt. Wie gesagt, auch gerade im Vergleich, dass du meistens ja die Situation hast, ein Aufsteiger als einfacher als der andere. Und da sehe ich bei euch die Vorteile, weil ich jetzt auch im Direktvergleich zum Beispiel vorne euren Doppelsturm schätze ich für mehr Tore ein, als jetzt zum Beispiel Polter und Terodde bei Schalke. Die Defensive ist brutal mit den beiden Ablösefreien, da mit Stark und Pieper. Generell der Kader ist ja sowieso, klar, ihr habt viele verloren rund um Abstieg, aber es ist ja, wie gesagt, kein Zweitliga-Kader, haben wir auch schon angesprochen. Ich glaube, in der Prognose habe ich uns quasi genau gleich. Also ich habe euch, glaube ich, auf 14, uns auf 13. Also wir könnten, glaube ich, wirklich am Ende ähnlich einlaufen und dann hoffentlich beide schon am Spieltag 31 oder sowas dann mit dem sicheren Klassenerhalt. Ja, ich bin da echt auch extrem gespannt drauf. In meiner Prognose hatte ich Stuttgart sogar einen Tick weiter drunter, aber nicht auf dem Abstiegsplatz. Leicht drüber, weil ich halt gesagt habe, nach der letzten Saison werden, glaube ich, Stuttgarter das eh nehmen,
dass man einfach in der Liga auch bleibt und dann halt, ne? Habe aber auch gesagt und dachte, und das ist jetzt wieder dieses Ding, ne? Nach dem ersten Spieltag denkst du schon direkt wieder so, oh ja, schon überraschend jetzt gewesen, weil ich bin da schon so oder bin da so reingegangen, dass ich gesagt habe, okay, schon am letzten Spieltag eigentlich gerettet, extrem schwierige Saison hinter sich. Jetzt ist die Frage, vielleicht startet man ganz gut in die Saison und dann kommt vielleicht mal die Lage, wie, was macht das dann mit dem Kopf, wie geht man damit um? Ich glaube, das wird auch so ein Ja. Knackpunkt sein, aber ich kann von der Kaderqualität her, würde ich euch das absolut ja zutrauen, dass da auch einiges geht, ne? Ja, ich würde sagen, dass wir ab hier in Teil 2 weitersprechen auf deinem Kanal und bedanke mich schon mal für den Talk. Sehr gerne. Ihr könnt ja alle mal gerne reinschreiben, wie ihr das alles so bis jetzt fandet. Und wenn ihr unsere Tipps und so weiter und den Talk weiter zuhören wollt, dann gerne rübergehen zum Felix. Felix, letzten Worte gehören dir. Ja, ich freue mich, dass ihr zurück seid in der ersten Liga. Habe ich schon, vorhin schon mal gesagt, das macht die Liga extrem viel attraktiver mit Schalke und Bremen wieder oben. Ich sehe uns beide recht sicher im Klassenerhalt und dann haben wir ein schönes Spiel am Samstag. So ein Ding ist das. Alles klar, super, Felix.